I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Grüße aus Almelo. Wir sind in den Niederlanden und machen mal was ganz Unbekanntes, wo ich selber nicht weiß, warum ich das mache und was mich hier erwartet. Es wird kleine Städtchen geben, Dörfchen, oh, die Sonne scheint, Moorgebiete, Bauernhöfe, viel Land, kleine Waldstücke. Wir machen den Twente-Part. Wir testen ihn mal, ne? Mal schauen, wie weit wir kommen, was wir da machen, wo wir schlafen können. Es soll hier so Palcamperplatzen geben. Zeige ich euch dann, wenn die überhaupt noch offiziell sind. Wenn nicht, habe ich mir ein paar Campingplätze rausgesucht. Alles ohne großen Plan, ohne große Vorbereitung, weil es bis vorgestern ganz anders geplant war. Aber das seht ihr in meinem Packvideo. Oh Leute, ich muss euch mal drehen. Ich werde hier geblendet. Ich freue mich. Mein Gepäck 12 Kilo plus jetzt eine Flasche Wasser noch zusätzlich obendrauf. Rekordtief. Ich freue mich. 4 Grad, let's go. Heute Nacht 1 Grad. Ich freue mich. Ab übermorgen wieder Regen. Aber komm, für den Start ist das schon mal mega. Das Ding ist, ich glaube, wir müssen jetzt in diese Richtung. Ich versuche es mal wieder mit den Schildern. Leute, ich freue mich. Ich nehme euch mit und dann schauen wir, ob sich das lohnt. Gell? Statt Rothaarsteig gibt es dann jetzt den Twente-Pass. Startpunkt ist am Bahnhof Almelo. Das heißt, ich bin jetzt einmal eine Schleife gelaufen, hin und wieder zurück. Ich habe gedacht, vielleicht geht es da dann schon los. Laufe ich jetzt das Stückchen wieder zurück, weil ich war gerade schon auf der Route, aber wir wollen es ja richtig machen, ne? Weil hier steht auf den Schildern so schön Anlob. Da dachte ich, das wäre der Zubringer, aber gut. Da kommen wir auch noch hinter. Habe ich gleich schon den ersten Kilometer. Siehste, check. Erste Kilometer und mir schon warm. Geil. Hoffentlich heute Nacht auch. Sind wir jetzt raus aus der Innenstadt, auch ganz putzig. Jetzt kommen so diese typischen Gässchen, ne? Ich mag das ja alles hier. Ist mal was anderes, ne? Wie gesagt, ich teste das für euch. Weil viel Information konnte ich darüber nicht kriegen. Ich denke, komm, no risk, no fun, machen wir. Das ist hier schon mal. Wow, Landgut, Haus Almelo. Kann man mal machen, ne? Guck mal, die haben so ein Riesending und ich werde heute Nacht in dem Mini-Mikro-Makro-Mikro Pissbunker vom Papa schlafen. Musste ich mir noch kurzfristig sein Trekkingzelt leihen. Das wiegt auch nur 1,3 Kilo, das geht voll klar. Habe ich dann mit einer Wolldecke wieder ausgeglichen, mit einer Fließdecke, weil nachts wird's knusprig. Aber auch das hat uns nicht davon abgeschreckt, die freien Tage hier zu nutzen. Ich sollte mal gucken, ne? Dass ich nicht an den Schildern vorbeilatsche. Oh. Also bis jetzt ist die Beschilderung mega. Yeah.
hier ist dann somit der offizielle Start oder der Startpunkt. Auf der Seite kommen wir dann später wieder raus. Später, wenn wir den Rundweg komplett machen, ne? Wie gesagt, hier ist alles offen. Und geradeaus geht es jetzt für uns weiter, weil ich die Richtung beibehalten will, weil ich mir halt auch diese ganzen Campingplätze und Stangencampingplätze, die auf dem Weg liegen, genau nach Kilometer aufschreiben möchte. Das heißt, ich bin jetzt schon 4,5 Kilometer unterwegs. Ich bin auch hier erstmal 1,5 Kilometer reingelaufen, um mich so ein bisschen zu orientieren, welche Richtung jetzt passt. Werde jetzt meine Uhr nochmal neu starten und ab hier zählen dann die Kilometer, wo gegebenenfalls irgendwelche Übernachtungsmöglichkeiten sind, ne? Außer jetzt Herbergen oder Hotels, das scheidet aus. Das ist eine Ruhe hier. Das Einzige, was stört, ist meine Wasserpulle da oben. Aber gut, sie passt ja nicht mehr in den Rucksack. Also, Packsystem ist noch verbesserungswürdig. Gut, ich bin das von meinem Deuter gewohnt. Ne? Unten ins Bodenfach. Das, dann das, dann das. Passt. Deckel drauf, fertig. Den hier habe ich auch zweimal umpacken müssen, aber wird sich einspielen, da bin ich ganz zuversichtlich. Hauptsache mit.de. Dabei haben jetzt alles. Komm mit. Kreie mit. Na komm, oh, das ist nicht so gut. Mutter ist boos. Na komm. Ja komm, komm mit. Kreie mit. 87 Kilometer, kein Problem. Ich habe 9 Begleiter, ich möchte immer einen Hund haben. Jetzt gibt es gleich Ärger von Mutti. Oh oh, die schreit da hinten schon. Du bist aber auch ein Spieli, ne? Wo muss ich jetzt hin? Fahr nach Haus. Da haben wir doch schon mal ein kleines Highlight. Ich denke mal, das ist ein altes Schleusentor, ne? Ja, originale Schleusentüren. 2021 restauriert. Ein Auftrag von der Stadt Almelo. Ja. Geil. Oh, ich höre Wasser. Wie süß ist das hier schon wieder so? Wir dürfen jetzt hier durch. Ah, Mäusemäu. Tja, Beschilderung ist 1A, ne? Also bis jetzt kann ich echt nur sagen, geht ohne Navi. Mobilnummer. Ja, ich achte darauf, ob hier irgendwelche Zeichen sind für diese Campingplätzchen. Aber es wäre auch noch zu früh. Ist ja witzig. Also es geht quasi neben der Straße entlang, aber die nutzen auch jedes grüne Fleckchen, um den Weg zu machen. Aber wo soll ich jetzt hier hergehen? Jesus sprach hier übers Wasser oder einfach hier so durch? Ich laufe mal hier so durch. Gut, dass ich Zeckenspray drauf habe. Oh Leute, das ist so schön heute. Jetzt mittags wird es so warm, dass ich mit meinem Thermozeugs und meiner dicken, fetten Jacke
etwas überversorgt bin. Aber egal, Hauptsache wir frieren nicht. Ja, da guckst du, ne? Ich laufe hier durch die Pampa. Ist eigentlich Quatsch. Aber gut, machen wir. Warum ich so viele Flaschen in der Hand habe? Ja, die eine, na toll, habe ich in der Hand, damit ich auch immer wieder zwischendurch trinke. Ich vergesse das nämlich. Und die zweite ist mir gerade eben oben vom Rucksack geflogen. Wenn gleich eine Bank kommt, fixiere ich die wieder. Ist ja... Ja, guck mal, ich hätte auch theoretisch hier oben rumgehen können, aber... Ne? Man will ein bisschen was von der Natur mitnehmen. Und nasse Schuhe haben. Ungebetene Gast. Stört sich hier erst, das tut mir leid. Aber hier ging es an der Straße nicht weiter. Da vorne ist eine Bank. Ist die für Spaziergänger? Weil ich müsste einmal meine Flasche festmachen. Probieren wir es mal. Und was Nachteil ist, wenn man halt nicht im Wald oder auf dem Steig unterwegs ist, austreten ist schwierig. Schön. Wie süß bist du denn? Das war jetzt Oberschenkeltraining mit Arschlift. Mit dem Rucksack, weil ich den hier nirgendwo abstellen kann. Wenn Frau Puscher muss, ne? Muss sie ja ein bisschen weiter runter. Und das mach mal mit 12 Kilo. Lecko funny. Habe ich geschafft, aber. Aua. Mann, Mann, Mann. So, jetzt habe ich hier meine Wasserpulle, die angefangene Nusselpulle und mein Müll. Ne? Ist auch so eine Sache. Ein paar Mülleimer mehr wären schön, aber gut. Man nimmt's mit, ne? Aber das ist dann so auf den Steigen, da ist ja wirklich alle paar hundert Meter ein Mülleimer. Obwohl, ne, ich korrigiere auch nicht auf jedem, ne? Ja, wurscht. Aber ist eigentlich süß gemacht. Du hast dann, so wie hier jetzt, ja, ich laufe an so einem Tümpel entlang. Parallel dazu verläuft die Hauptstraße, aber kriegst du nicht viel von mit. Pfiffig gelöst. Und wenn ich mir das Wasser angucke, dann weiß ich auch, warum davon abgeraten wird oder es bei den Hinweisen steht, Filtern des Wassers auf eigene Gefahr. Es ist wirklich so richtiges Brack- und Kuhdungenwasser. Ne? Deswegen habe ich auf den Filter dann doch verzichtet. So, ich komme so gar nicht voran. Wir haben 1,5 oder was? Kilometer 7. Jo. Jo. Oh mein Gott. Scheiße, ich sehe jetzt was, was meinen ganzen Plan zerstören könnte. Durch Zufall, weil ich nach dem Mülleimer gucke, sehe ich den ersten Parkampereplatz und ohne Scheiß, Leute, wie schön liegt der bitte. Ich meine, klar, okay, du hast hier Straßenlärm, aber da haben wir, da ist das Ding, eins davon. Oh, muss ich gleich aufschreiben. Oh, ich bin schon wieder ganz aus dem Häuschen. Entschuldigung. Was für eine geile Stelle. Wollt ihr auch sehen, ne? Zeige ich euch nicht. Nein, komm. Geil! Parkampereplatz. Ach, was schön. Und hier sieht man schon, da haben schon Zelte gestanden. Das ist ja der Knaller. Ach, Leute. Scheiße. Der ist so schön. Das ist einer von den schönsten. Also zumindest von der Stelle her einer der schönsten. Die anderen sind dafür ruhiger oder, wo filme ich wieder hin, oder im Wald gelegen, obwohl ich dieses Ding hier echt feier. Scheiße, aber es ist viel zu früh. Warum kommst du schon so früh? Spielregeln. Campen ist allen gestattet, die gerade den Twente, die Gebrauch von dem Twente-Part machen. Ist immer doof, für eins zu eins zu übersetzen, aber ne, ist für Wanderer für den Twente-Part zugestanden. In einem Abstand von 10 Meter von diesem Pfahl darf man campen. Maximal 24 Stunden und maximal 3 Zelte sind erlaubt.
nicht graben und kein offenes Feuer. Ja gut, graben musst du, wenn du ein größeres Geschäft verrichtest, aber das ist damit nicht gemeint. Es ist für Feuer, ne? Kein Abfall hinterlassen. Hunde ganze Zeit an die Leine. Scheiße, ist das schön. Ich finde das süß. Hier hast du klar Straßenlärm, aber das sind diese Dinger. Wir haben einen. Check! Ah, ist ja mega. Guck mal, hier hat auch schon einer gestanden. Oh! Echt toll. Ja, I like. Das ist eine Stelle, I like. Und wie man sieht, hier ist aber weder eine Bank noch ein Mülleimer. Das ist wirklich nur, dass man halt legal wild campen darf. Und ich denke mal, dass sie das auch besser unter Kontrolle haben. Es gab davon ganz viele wohl in der Region, die aufgrund von Vandalismus und Vermüllung geschlossen wurden. Da ist es wieder. Oh my goodness, ich bin verliebt. Kann ich die Stelle einfach 10 Kilometer weitersetzen? Kacke, ey. Zu früh. Gut, es ist Wasser. Ja, siehst du, Mücken. Vielleicht soll ich hier gar nicht. Nein, es ist definitiv zu früh. Ich werde noch weiterlaufen, aber meine Angst ist halt, dann finde ich keinen mehr und dann stehe ich da. Mann, ist das moi. Helemaal moi. Oh, ich bin blei. So super, ich muss den Foto machen. Wacht, einen Moment. Ich ziehe jetzt irgendwie schweren Herzens weiter, aber ich weiß, dass laut einer alten Karte von irgendeinem Blogger zwei ziemlich dicht hintereinander lagen, wobei der zweite bei Kilometer 19 dann irgendwie ist. Und dann kommt einer beim Bauern, den man bezahlen muss. Ist auch so ein Palkamp-Herplatz, aber auf dem Bauernhof oder sowas. Und dann kommt eine lange Durststrecke. Wir gucken mal. Aber geil, durch Zufall schön. Oh, mag ich. Toll. Und die Ecke ist auch toll. Wow. Ah, Tubergen, ja. In Tubergen war auch einer von diesen Plätzen. War das der oder kommt der noch? Ey Leute, leider mein Pfand, mache ich nicht gerne. Aber ich habe zu viel Zeugs in der Hand. So, jetzt habe ich die in der Hand, aber dann kann ich ja weiter trinken. Tubergen, nee, Tubergen kommt noch. Das heißt, der zweite Platz könnte noch kommen. Hallo Pferdchen. Na? Huch, ja. Kam. Hier hat man viel zu gucken. Das ist schon, ne? Also es ist kein Vergleich, kann ich jetzt schon sagen, mit Rheinsteig oder sowas, ja. Berg hoch, Berg runter hast du hier Gott sei Dank sowieso nicht. Ja, es ist so richtig entspanntes Gehen mit viel Zivilisation, aber es ist trotzdem ruhig und entspannend. Also es ist bestimmt nicht für jedermann was, aber also mir gefällt es bis jetzt trotzdem. Jo, da ist nochmal zwei Freunde. Hier. So sieht das andere Schild davon aus. Und hier ist unsere Farbe. Auch nicht schlecht, ne? So, was machen wir jetzt? Ich bin immer noch sehr früh. Ihr seht, die Sonne steht noch am Himmel. Das ist aber der zweite Platz, wo dann der nächste... Hallo! Hase hätte gereicht. Wo dann der nächste Platz... Ne, bleib stehen. Dieser am Bauernhof ist, den man bezahlen muss. Und danach lange Durchstrecke. Das ist so eine Sache, ich gucke jetzt noch mal nach. Und so eine Bank wäre echt mal toll hier. Ich meine, den Platz finde ich auch nicht schlecht. Hier hast du deine Ruhe, Straßenlärm hast du da hinten auch so ein bisschen gehabt, aber das ist so weit weg. Gut. Und hier hast du dann mal einen Fahrradfahrer, ja. Juckt mich nicht. Und hier ist die Wiese auch nicht so platt gelegen, also sieht man hier stehen nicht ganz so oft welche wie auf dem anderen Platz. Der liegt natürlich ein bisschen versteckter und schöner, aber juckt mich alles nicht, verstehst du? Ist mir egal. Wenn mein Bratarsch sehen will, soll gucken. So, ja, ich mache mich mal schlau, ob ich das riskieren kann nochmal. Es sind dann auch nicht mehr viele Kilometer, 3. Das muss ich erstmal wieder aufschreiben. Ja, und wenn das nichts ist, kann ich ja zur Not immer noch zurücklaufen. Will ich aber eigentlich nicht.
Andererseits, ich bin jetzt bei Kilometer 12. Dann passt das wirklich genau, 12,5 plus die Zufahrt 19 Kilometer. Das passt dann wirklich mit der Beschreibung. Na, das ist noch sehr, sehr viel offen dann. Ich mache eigentlich lieber bei, ich habe 90 Kilometer gerechnet, jeden Tag 30. Dass du nicht am letzten Tag 40, 45 machen musst. Plus Zuweg zum Auto. Egal. Ich habe auch schon die erste Blase an der Hacke. Was mit meinen Füßen seit neuestem los ist, keine Ahnung. So, ja, komm, laber nicht, guck. Sonst geht doch gleich der Mond auf und du musst doch hier bleiben. Wo ist die Stelle? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin in Tubergen. Hundenfan. Das ist das, wo ich jetzt bin, ja? Ist das richtig? Meine Entscheidung ist gefallen. Ach. Nein, ich gehe weiter. Wir haben jetzt 20 vor 3. Ja. Also ich kann auch locker 3 Stunden gehen, gemütlich. Ich bin etwas verwirrt, aber auch Komoot sagt, ich muss hier durch. Okay. Der Pfeil ging hier rein, da war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Hab jetzt vorsichtshalber mal auf Komoot geguckt, Tatsache. Sieht aus, als wäre ich bei irgendjemandem gleich hier auf dem Hof eingeladen. Okay. Tatsache, ich muss hier rein. Ich muss hier durch mit dem fetten Rucksack. Da haben wir es wieder. Moment. Oh, 3 Hände wären es manchmal. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für diese Aufnahmen. Aber wie soll ich jetzt hier mit meiner Isomatte durchkommen? Okay, mein Arsch gerade eben. Hängt die überhaupt noch? Ist mein Arsch breiter wie die Isomatte? Jetzt wird es aber hier. Unglaublich. So, Zeckenwiese. Alle, alle, alle. Gut, dann war der Wegweiser doch richtig. Aber man will ja auch nicht irgendwelche Privatgrundstücke jetzt da trampeln. Oh, okay. Und so bin ich noch eine halbe Stunde länger unterwegs. Jeha! Sieht man das hier? An den Bäumen. Das ist mir schon auf der ganzen Strecke aufgefallen, dass so oft an Bäumen Nistkästen und Bruthilfen und Vogelhäuschen hängen. Nice. Das feiere ich. Siehst du, da sind auch schon die ersten Vögelchen. Das finde ich toll. Ach nee, wie geil ist das denn? Ach nein, das ist ja schon wieder süß, ein Gästebuch. Ach nee. Toll. Das ist ja lieb. Wie liebevoll ist das denn? Kannst du dir Eis machen. Kannst dir einen Kaffee machen, Eis nehmen, dich da hinsetzen, Zeitschrift lesen. Och, wie süß.
Ach, ich habe noch genug und ich will es nicht noch mehr schleppen. Ich bin da ja immer kurz vor der Versuchung, ne? Ihr wisst. Aber sowas freut mich schon wieder. Da haben wir es wieder. 36 Grad und das wird noch heißer. Mir läuft die Suppe schon wieder mir runter und da kann ich mir es kaum vorstellen, dass heute Nacht 1 Grad ist und ich mir den Arsch abfrieren werde. Das gibt's doch gar nicht. Aber die Sonne hat schon richtig Power. Macht glücklich, ne? Ja, Vitamin D und Kopfschmerzen. So, laut Google Maps sind es jetzt noch 1,1 Kilometer bis zum Campingplatz Twentebad. Und davor oder danach könnte, sollte, dürfte der andere Palcamperplatz sein. Guck, da ist der Campingplatz ausgeschildert. Ach ja. Oh, hallo, wer guckt denn da über den Zaun? Hallo. Na? Ach, süß. Da ist eine Picknickbank. Ich denke mal, dass die Wiese für Camping gemacht ist. Ach hier, Telefon, kannst du anrufen. Boah, hier ist auch eine Picknickbank beim Pferdchen. Ja, das wird böse, Leute, ich laufe weiter. Da ist schon mal eine Picknickbank, die hätte ich gerne dann an dem Platz. In dem Wäldchen hier soll ein Platz liegen. Das Ding ist, es liegt nicht auf dem Twentepad. Es ist noch mal ungefähr einen Kilometer weiter. Und wie ihr seht, es ist eingezäunt. Die haben ja einige geschlossen. Ich befürchte, der gehörte mit dazu. Dann habe ich somit ein Problem. Weil der nächste ist dann bei Kilometer 68 eingetragen. Ich laufe jetzt hier noch mal ein bisschen drumherum, ob da diese Markierung ist, weil es stand am Ende des Weges, aber von der Seite war das Zeichen. Ist nicht mehr. So, probieren wir es mal. Auswählen. Roaming? Keine Ahnung. Hallo, Carmen hier. Ich bin auf Zug nach einem Plätzchen für mein Tentchen. Ich tue es da nicht so gut. Ich spreche ein bisschen Nederlands, aber nicht fluent. Der Name von der Camping? Ich bin Camping an der Twentebad. Ah, okay. Ich suche eigentlich ihn auf das Telefonnummer. Die war ja lieb. Ich auf meinem Niederländisch, ne? Ich denke immer, ich kann es gut sprechen, wenn ich dann da so manche Fragen stellen muss, dann irgt's. Die ist so lieb. Also es ist noch gar nicht die Saison, die haben eigentlich noch nicht offen, aber sie hat schon alles sauber und vorbereitet. Ich darf hier bleiben und sie macht mir sogar extra Wasser an, dass ich duschen gehen kann. Leute, ist ja ein Traum. Dusche, Toilette, ich kann mir da Kaffee kochen, aber ich habe gesagt, ich habe alles dabei und mir reicht es, wenn ich mich waschen kann. Aber die ist jetzt so lieb und macht das Wasser warm. Dann gehe ich auch gleich duschen, ne? Ich gehe jetzt erstmal mein Zelt aufbauen, Papas Zelt aufbauen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen erleichtert, weil das wäre echt ein Problem gewesen. Das nächste Palcamper-Dingen ist noch einige Kilometer entfernt. Okay. Bei mir kommt alles oft anders. Aber wir sind spontan. So, das ist mein Schlafgemach. Papas kleiner Ultraleichtbunker. Da kannst du auch wirklich nur drin schlafen. Egal. So. Da mache ich mal schnell Luftmatratze und sowas alles schon mal rein. Einrichten, Akku wechseln und dann gehen wir duschen. Ey, das ging so easy aufzubauen. Ich freue mich. Wenn es mir heute Nacht zu kalt wird, dann mache ich da hinten die Klappe wieder zu. Aber ein bisschen Durchlüftung muss in so einem kleinen Häuschen auch sein. Ne? So viel gibt's hier nicht. Meine Luftmatratze habe ich sehr locker gemacht. Ja, muss ich vielleicht noch ein bisschen. Aber mit dem Rücken will ich die nicht so hart haben. So, Decke, Schlafsack, Bumsfallerer.
eine Techniktasche. Mein Rucksack ist hier in der Apsis. Und das kommt gleich mit zum Waschen. Waschen, persönliches Zeugs, ne? Besser ist. Das bleibt hier alles stehen, weil das brauchen wir gleich zum Kochen. So, Wahnsinn, ich konnte duschen. Okay. Nächstes Level. Ja, tut schon gut, nach so einem Tag zu duschen, ne? Aber ich bin, wenn ich outdoor unterwegs bin, ne? Ich wasche mich ja immer sehr gründlich, von daher. Aber es ist schon geil, so warm. So, ich habe auch sauber gemacht. Hier. Das ist noch eine Waschkammer. Für morgen früh ganz toll. Toiletten haben wir noch. Also super lieb. Ist wieder zu dunkel, ne? Wäsche. Ja, Toilette halt. Ja. Super sauber. Ach, wie lieb. Ey, hat die extra die Heizung für mich angemacht. So, warte, ich brauche eine Hand. Hier ist sowas wie so ein Gemeinschaftsraum, Fernseher, Küche, Mikrowelle, süß, eine Spielecke. Also sie fragte mich auch, wenn ich hier Tee kochen will oder Kaffee machen möchte, Fernsehen gucken möchte. Ich sag, wie süß, aber ich mache ja alles am Platz. Und da gehen wir jetzt hin, weil wir noch die letzten Sonnenstrahlen genießen möchten. Aber schön, doch Daumen hoch mal wieder. Und Glück gehabt, ne? Echt, das war Glück. Sonst hätte ich mich irgendwo in die Büsche flitzen müssen. Wow. Ist das nicht eine schöne Kulisse? Ach, ich liebe das schon wieder. Der Sonnenuntergang spiegelt sich so schön im Zeltchen wieder. Die Schatten kommen durch. Daneben dieses Wagenrad. Sowas feiere ich ja schon wieder. Das sind die kleinen Dinge, Freunde, ne? Über die man sich freuen sollte. Und das ist schön. Ah, wie süß. So, hier die Bank. Das nehme ich jetzt einfach mal. Ist geil. Kann ich mich auch hinsetzen? Ja, mein Gott, Dreckspatz sind wir sowieso. Hier kann ich gleich mein Handtuch trocknen. Ih, meine Jacke ist sogar nass. So. Ja, ja doch, fühle mich wohl. Obwohl ich sagen muss, der allererste Palkamperplatz. Der wäre auch super nice, aber das war viel zu früh. Wie viele Kilometer soll ich denn am Morgen machen? 50 oder was? Nee. Ich werde auch alt, Freunde, ne? Ja, das könnt ihr mal machen. So. Ach, scheiße. Laufe ich in 2 Monaten 170? Ja, gut. So, und heute habe ich mich entschieden für Kartoffelpüree mit Champignon, Rahmsauce. Ja? Good life hier, hoffe ich. Ich habe das mit dem Topf noch nicht so raus, mit meinem großen Topf gelingt mir das immer, aber hier. Let's fetz. So. Oh, boah, das zieht so richtig eklig kalt hoch. Das wird doch ganz schön mies, habe ich vorhin gesagt. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so kalt werden soll. Wird es. Oh ja. Aber gut, geschmacklich 1A. Oh, und Gemüsebrühe. Uiuiuiui. Ja, oh, das fetzt rein. Gefällt mir. Oha, für euch ist das ja schon richtig dunkel. Wo sieht man denn noch ein bisschen? So, oh, Tee. Heiß, schön. Ich werde jetzt gleich abwaschen. Nochmal auf Toilette gehen, Zähne putzen, ne? Bei der Kälte werde ich heute Nacht öfters raus müssen. Und dann werde ich zusehen, dass ich den Bunker irgendwie ein bisschen aufgeräumt kriege, weil im Endeffekt habe ich da nur die Liegefläche und außen die Apsis, beziehungsweise das kleine Vordächlein für Tasche und Co. Möchte ich aber da nicht auf die Wiese stellen, weil dann ist morgen alles kletternass. Das heißt für mich, ich mache mich noch kleiner, wie ich bin. Schmaler geht nicht. Ich werde da gleich rumrödeln, dass ich alles irgendwie ans Fußende packe. Ja, da schimpft jemand. Oh, so.
Es wird fresh, Leute. Es wird ganz schön böse heute Nacht. Ich befürchte böse. Böse? Egal. Es ist schön. Hör mal, Vögelchen. Ich freue mich darauf, wenn ich morgen früh aufstehe und die Vögel ihr Konzert geben. Ich komme hier nicht rein. Nee, also... da ist der Kopf. So, jetzt muss ich mal überlegen. Die Jacke, die muss hier drin bleiben. Die muss hier drin bleiben, weil sonst wird hier alles nass. Sorry für diese Aufnahme, es geht nicht anders. Also ich brauche definitiv ein hohes Zelt, wo ich ein bisschen was reinstellen kann. Aber trotzdem, ich bin sehr dankbar. Dieses Zelt rettet mir gerade den Arsch für diese Tour. Man müsste eigentlich den Poncho von Papa müsste ich hier vorne schön auslegen und dann kann ich hier vorne noch was reinpacken. Na komm. Wir sind dankbar für das, was wir haben und werden das jetzt hier irgendwie managen. Guck dir an, was mit meiner Palme passiert ist. Oh Gott. Also es ist wirklich sehr klein. Ich frage mich, wie Papa hier drin geschlafen hat. Ich habe jetzt gerade noch mal draußen alles nachgeguckt. Wegen dem Abspann. Man sieht das jetzt hier nicht. Ich kann hier kaum filmen, so wenig Platz. Das hier. Sieht man das? Ist ja ganz bescheiden. Hier. Sieht man das? Sind keine Abspannpunkte. Du hast die oben. Und die anderen vorne durch die Stangen. Und das wird von innen jetzt schon richtig nass, klammnass. Noch ist es klammnass. Egal, euch packe ich somit in die wasserfeste Tasche. Werd hier alles einwickeln. Ich habe große Sorge, dass morgen alles nass ist. Fenster habe ich alle offen, Belüftung steht, aber es ist auch, die Wiese ist schon nass. Na gut, es ist halb neun. 15 Pinkelpausen warte ich noch. Aber ich bin ein bisschen müde, ich bin platt. Und jetzt hier in meinen ganzen Decken ist es auch nicht so kalt. Ich weiß noch nicht, wie ich hier drin schlafen soll. Egal. Ich sage, ich brauche so einen hohen Pissbunker. So, ich mache jetzt erstmal meine Palme wieder neu. Freunde, ich sage euch, wenn nichts mehr dazwischen kommt, gute Nacht. Bis morgen früh zu den nächsten 30. Check. Oh Gott, ich kann mal. Mir ist auch eine schöne Perspektive. Ja. Schöner wird's nicht, Leute. Gute Nacht. Trust me, I won't let you down.